Moin Leute, wir machen jetzt jeden Abend einen kleinen Recap vom Tag und ja, wir sind nicht immer dabei, wir sehen nicht alles. Einer, der alles sieht und alles weiß, ist im Prinzip Pascal Matzke, der steht neben mir. Der organisiert die Geschichte ja schon ein paar Jahre. Wie lange bist du jetzt bei Choppy Water? Da bin ich seit 2019. Da hat's gut erwischt, hast du ja gleich ein Jahr erstmal Urlaub gehabt. Genau, 2 Jahre Pause mit Corona, Ferien und so, ja, passte. Nein, war natürlich nicht so schön. Ganz viele Events ausgefallen und erst seit letztem Jahr konnten wir wieder ein bisschen was machen, trotz Corona-Auflagen. Und jetzt hoffen wir, dass wir dieses Jahr natürlich wieder richtig Gas geben können. Und ihr wart vorher wo? In Kellenhusen, meine ich, ne? Na, mit dem Windsurf Cup waren wir vorher in Kellenhusen. Das war der erste Tourstop. Da hatten wir fast über 70 Teilnehmer. Das war so wirklich ein Topfeld. Und dann waren wir jetzt vor 2 Wochen auf Borkum, auch an der Nordsee. Da hatten wir feinsten Sonnenschein, aber leider kein Wind. Okay, aber heute hatten wir natürlich gleich ein richtiges Highlight, was wahrscheinlich in Deutschland, keine Ahnung wie oft vorkommt, alle 5 Jahre mal eine Wave-Competition. Und wie war es heute für dich? Ja, es ist wirklich sehr selten. Also bei uns heißt das ja, eigentlich haben wir die Disziplin Slalom beim Windsurf Cup. Und Wave findet wirklich wegen dem Wind sehr selten statt. Und hier war es jetzt wirklich 3-4 Tage vorher, die Windprognosen waren gut. Wir haben dann den Wave-Alarm ausgerufen, das heißt, wir haben die Fahrer alle informiert. Und heute sind wirklich zahlreiche hier erschienen und auch extra nur fürs Wave-Riding, weil es halt so selten ist in Deutschland. Und das war schon tolle Action auf dem Wasser. Vermisst haben wir die World Cupper. Wer, Philipp Köster oder wer hat gefehlt? Hat mir gerade Holger erzählt, der heute gewonnen hat. Die World Cupper kommen jetzt nicht hier so spontan hingeflogen. Die wollen natürlich auch dementsprechend Preisgeld haben. Das machen die natürlich nicht. Aber Deutschlands beste Wave-Rider sind teilweise hier vertreten gewesen. Und das war ein sehr, sehr spannendes Finale auf jeden Fall. Da ging es wirklich knapp zur Sache. Ja, ich glaube, Holger ist ein bisschen sehr bescheiden gewesen. Wie hast du es gesehen? Wer war tatsächlich der stärkste Fahrer heute? Oder gab es in der Vorrunde schon irgendwie eine kleine Sensation? Naja, also Dennis Müller ist sehr weit gekommen. Er hat jetzt, glaube ich, Platz 3 hier gehabt beim Wave Riding. Das hat man, glaube ich, nicht ganz so erwartet. Deshalb auch Glückwunsch an ihn, dass er so weit gekommen ist und beinahe ins Finale gekommen ist. Also die Leistung war schon sehr gut auf dem Wasser. Ja, wer war auf 4? Das war Florian Gawa. 3? Mats van Holten. 2? War falsch. 2? 2? Mats van Holten. 3? Das war Dennis Müller. Und die 4? Florian Gawa. Okay, und gewonnen hat letzten Endes Holger Bär. Erster Platz, Mensch, Wavesurfing. Das erste Mal seit 2019, ne? Also sind wir das letzte Mal hier gefahren. Das letzte Mal 2019 habe ich hier den 3. Platz gemacht in St. Peter-Ording. Okay, jetzt bist du quasi deutscher Meister dann auch damit, ne? Naja, jetzt noch nicht, ne? Also jetzt haben wir noch ein paar weitere Tourstops hoffentlich, ne? Das ist jetzt ja quasi der erste Tourstop und vielleicht, ich glaube, der nächste ist auf Sylt. Mal gucken, was da dann halt noch kommt. Ja, ist ja Ende Juli, da haben wir ja eigentlich nie mit Wellen zu rechnen. Von daher können wir eigentlich jetzt schon fast gratulieren, denke ich mal. Ja, das müssen wir halt mal sehen. Also keine Ahnung, wer halt dann... Gut, das ist natürlich jetzt schade, dass halt die World Cupper nicht dabei sind. Da muss ich halt auch ganz ehrlich sein. Letzten Endes sind die natürlich doch vom Niveau her nochmal deutlich besser als ich. Die sind jetzt halt leider nicht dabei, weil sie dann eben halt auf Gran Canaria sind und da halt teilnehmen. Und jetzt muss man halt aber halt mal sehen, wie es halt weitergeht. Ne? Also halt zum Beispiel hier der Mats van Holten, der ist halt auch wirklich richtig gut gefahren. Und so sicher ist das alles noch nicht. Also warten wir erstmal ab. Ja, morgen... Morgen Abend sind wir wahrscheinlich mit Slalom dann am Start, ne? Nehme ich mal an. Ja, morgen sollen die Windprognosen ein bisschen weniger sein. Da hoffen wir natürlich mit Slalom starten zu können. Das wird ganz spannend, weil das Material, die dürfen hier wählen, entweder auf der klassischen Finne zu fahren oder auf dem Foil. Foil ist schon hardcore bei den Bedingungen, aber ich habe gehört, da sind trotzdem ein paar Kandidaten, die das wohl machen wollen. Ansonsten natürlich die Finnenfahrer, die sich jetzt freuen, wenn wir richtig Wind haben. Okay, eine Frage für morgen Abend. Was heißt Finne auf Finnisch? Finn. Nee. So, erster Tag ist rum in St. Peter-Ording. Wir haben natürlich hier eine riesen Location aufgebaut, wieder von Choppy Water. Da kann man immer nur sagen, pf, keine Ahnung, wo die das herholen, auf jeden Fall geil. St. Peter-Ording, da haben wir eigentlich nur 3 Probleme. Das ist einmal der Wind, einmal der Sand und heute kam noch der Regen dazu. Aber wir hoffen, in den nächsten Tagen wird sich das verbessern und dann werden wir auch wieder ein super Event im Sommerfeeling erleben.